Ich war im Lego Store Las Vegas zu Besuch, welcher einige spannende Highlights besitzt. Als allererstes aber natürlich wie immer hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ich habe also den Lego Store in Las Vegas besucht, welcher sich an einem Ende des Las Vegas Boulevard, also der Hauptstraße der Innenstadt, befindet. Wenn man vor dem Laden in der riesigen Fashion Show Mall steht, sieht man als erstes diese ziemlich großen Lego Ständer, welche in Pink und in Grün gehalten sind. Danach erkennt man auch den eigentlichen Store, welcher sich ziemlich in die Länge zieht. Wie immer gab es das gesamte aktuelle Lego-Sortiment zu kaufen, mit wenigen nennenswerten Ausnahmen. Meine favorisierte Star-Wars-Abteilung befand sich hierbei rechts hinten, wobei vor allem der fast lebensgroße Phase-2-Clone-Trooper ein richtiges Highlight war. Diesen haben wir jetzt ja auch endlich wieder als Minifigur in einem Set bekommen, welches hier aber leider schon ausverkauft war. Dafür war logischerweise der Crimson Firehawk noch haufenweise auf Lager, da diesen so gut wie niemand kauft. Ansonsten war die Star-Wars-Abteilung relativ knapp bestückt, wobei wenigstens ein paar der Highlights ausgestellt waren. Sortiert waren die meisten Sets auch besser als im letzten Vlog, wobei es diese Brick-Build-Figuren trotzdem irgendwie in die Star-Wars-Abteilung geschafft haben. Von diesen nicht als Set verfügbaren Ausstellungsstücken gab es tatsächlich relativ viele, was mich ein wenig überrascht hat. Dazu konnte man sich natürlich auch in diesem Store wieder eine eigene Minifigur bauen und der Schlüsselanhängerständer war ebenfalls vor Ort. Außerdem gab es die neue Minifiguren-Serie zu kaufen und aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund war der Platz neben der Star-Wars-Abteilung ziemlich leer. Jetzt kommen wir aber selbstverständlich noch zur Pick-a-Brick-Wand, welche sich auch in diesem Store hinter der Kasse befindet. Natürlich gab es auch in diesem Store wieder die ganz normalen Standardteile, welche es in jedem Store gibt, wobei die etwas interessanteren Wühlfächer für mich ziemlich interessant waren. Deshalb habe ich mir auch direkt eine der neuen Pick-a-Brick-Boxen gekauft, wobei ich meine VIP-Punkte tatsächlich trotz meines europäischen Kontos erhalten habe. Jetzt könnt ihr euch noch sehr gerne meinen letzten Vlog vom Held der Steine anschauen und im nächsten Vlog werde ich dann auf einen exklusiven Lego-Automaten eingehen. Meinen Kanal solltet ihr dann auch noch abonnieren, um das nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!